So, dann reisen wir jetzt zum Hyela-Tempel. Und dann kümmern wir uns um unseren Adra-Drachenfreund. Ah, Gefolgsmannszahltag. Kommen wir auch mit klar. Reicht's hier zu rasten? Ja. Genauigkeit und Schaden, das Ding ist wirklich gut. Ist auch hervorragend. Sturm der Wiederkehr bei Treffer oder kritischem Treffer. Bollwerk gegen die Elemente, knisternder Blitz. Ja. Schock und Stichschaden. Minus 6 Schadensreduktion, Schock. Gut. Dann geht's jetzt in die Schwarzau drüber. Dort haben wir ja noch die Drachenjägerin, der wir das Amulett geben müssen, beziehungsweise die das Amulett zerstören muss, oder der wir sagen müssen, dass das Amulett verflucht ist. Irgendwas in der Richtung. Ja, und dann wird der Adra-Drache geadrat. Mal sehen, wie wir mit Max-Level jetzt gegen ihn ankommen, weil auf dem alten Max-Level, also 12, war er verdammt schwer. Ich habe ihn, glaube ich, gar nicht geschafft. Oh. Fallonred, eine Frau in glänzender Kettenrüstung bewacht den Schrein, den Kopf nach unten geneigt, Gedanken verloren oder zum Gebet. Die Schließe ihres Umhangs ist mit dem Kopf eines Hundes verziert. Das Amulett findet sich in deinem Rucksack, fast als wäre es lebendig. Du spürst den drückenden Zwang zu tun, was der Drache sagt, und es der Frau um den Hals zu legen. Greetings. Sie blickt auf, als du dich näherst. Ihre ernste Miene weicht einem schiefen Grinsen. Sei gegrüßt, Fremde. Hier draußen sieht man in letzter Zeit nicht viele Reisende. Ein Jammer. Du musst Fallonred sein. Ich dachte nicht, dass mein Name allgemein bekannt wäre. Woher weißt du von mir? Das ist eine lange Geschichte. Sagen wir einfach, dass es einen Drachen gibt, der dich tot sehen will. Sie wollte, dass ich dich finde. Kaum haben die Worte dein Leben verlassen, zerspringt das Amulett, das du in den Händen hältst, mit einem lauten Krachen. Du spürst eine fremde, brechende Welle des Zorns über dich kommen. Dann verschwindet das Gefühl. Fallonred betrachtet dich mit nüchternem Interesse. Sie scheint nicht erfreut zu sein, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Fallonred hat wohl recht. Es ist besser, dass wir diese Kreatur nicht auf der Oberfläche frei gehen lassen haben. Ich dagegen ganz gewiss. Es muss verlockend gewesen sein, aber Drachen geben keine gute Verbündete ab. Unsere Wege sind ihnen fremd und sie scheren sich nicht darum, Versprechen zu halten. Talisa hat Schuppenbrecher ein. Ich fürchte, du hast hier einen mächtigen Feind gemacht. Einen Feind, den du aufsuchen solltest, ehe er zu dir kommt. Ich schulde dir Dank für das, was du getan hast. Dank und noch mehr. Ich lehre dich, was ich gelernt habe, als ich ihresgleichen bekämpft habe. So kannst du besser vorbereitet in die Schlacht gehen. Hail and well met. Ich wünsche dir alles Glück für deinen Kampf gegen dieses Ungeheuer. Ein Drache ist ein formidabler Feind. Lässt sich hier dagegen gut jagen? Man sollte es meinen, es hängt wohl davon ab, was man jagt. Trolle und ihre Verwandten hausen hier in großen Scharen. Sie leben vor den wenigen Banditen, die in das Gebüsch stolpern. Die meisten Hirsche sind aber weitergezogen und die wirklich beeindruckenden Tiere sind bereits getötet worden. Vielleicht hast du im Südosten mehr Glück, bei den Feuerfällen oder in Ulmenküste. Hallo. Sie blickt auf, als du dich näherst. Ihre ernste Miene weicht einer schiefen. Wer bist du? Fallonred von der versenkten Klinge. Möglicherweise die einzige versenkte Klinge, die es noch gibt. Wer weiß das schon? Ich verbringe inzwischen mehr Zeit damit, den Schrein zu pflegen, als Jungdrachen zu jagen.
Was hat es mit der versenkten Klinge auf sich? Drachenjäger, sie lächelt zynisch. Zumindest hielten wir uns dafür. Wir haben uns größte Mühe dafür zu sorgen, dass unsere Beute dieses Stadium nie erreichte. Wir waren von Anfang an ein zusammengewürfelter Haufen. Zunächst beseitigten wir nur hin und wieder einen Lindwurmbefall. Dann begannen wir Jungdrachen zu jagen. Mitglieder kamen und gingen. Wir verdienten uns ein wenig Ruhm, nachdem wir geholfen hatten, einen ausgewachsenen Drachen zu besiegen. Wir waren glorreich auf unsere Weise, manchmal ein glorreiches Chaos, doch es war nicht von Dauer. Einige unserer Mitglieder schlossen sich den Hunden an oder der Krallengesellschaft. Ich mache mir nichts daraus, eine Tempel zu plündern oder mich unter hochwohlgeborenen Narren zu mischen. Die glauben, sie seien Galloways Auserwählte. Ich bin zufrieden damit, unser Bader ganz allein hochzuhalten. Ich habe selbst einen Drachen besiegt, in Zwillingsulm. Beeindruckend, keine leichte Tat, es mit einem Alten aufzunehmen. Der Suchergott scheint dir wohlgesonnen zu sein. Was tust du hier draußen? Mit dem Vater der Monster einige Worte wechseln. Er ist meist eine recht einseitige Unterhaltung. Sie lächelt leicht. Ich komme gelegentlich hierher. Ich versuche, den Schrein von Ästen und Ähnlichem freizuhalten. Bist du hier, um deinen Respekt zu erweisen? Den Suchergott bitten, deine Jagd zu segnen? Ja, ich verfolge eine gefährliche Beute. Da gibt es keinen besseren Zeitpunkt. Ich lasse dich in Ruhe. Diese Dinge tut man am besten alleine, wie ich finde. I'm here. Gut, wir haben den Adradrachen wütend gemacht. Können wir aber kurz gucken, wo ist die Schlacht vom Yenwand? Die Armee versammelt sich auf dem Yenwaldfeld. Stoße dort zu, um sie gegen fürs Gatbins Trupp in den Kampf zu führen. Edderik schickte einige Langbogenschützen, um meine Bogenschützen in der Schlacht gegen fürs Gatbin zu unterstützen. Fürs Gatbin und seine Truppen greifen die Frontal an. Das ist eine Gelegenheit, ihn zu töten und seine Armee ein für alle Mal zu schlagen. Fürs Gatbin ist tot. Sein Versuch, Ketnur an sich zu reißen, ist beendet. Oh, haben wir auch das hier fertig gelesen? Gut. Das heißt jetzt nach Ketnua. Doch mal Rasten brauchen wir nicht. Eigentlich. Es müssten beide Rastboote ja noch immer anhalten. Hoffe ich mal. Oh, wieder. Amazing. You could fit a whole village in here. Ja. Um die Füße der riesigen Adra-Statue fand ich den Meister der Tiefe, der sich als mächtig und unterhalter Drache herausstellte. Nur einer von uns wird dieses Aufeinandertreffen überleben und ich beabsichtige, derjenige zu sein. Gucken wir mal kurz. Ja, wir haben beide Rastboni. Ist auch niemand angeschlagen eigentlich. Warum auch? Wir haben gerastet. So, auf Stufe 15 runter komme ich ja leider nicht direkt. Jedenfalls nicht so. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um den Drachen und dann ist als nächstes Crackhold dran. Ne, als nächstes ist das Kopfgeld dran. Das geben wir aber erst nach Crackhold ab. Kliaban Rilak.
Das Problem ist, dieser Drache wird wahrscheinlich wieder irgendwelche bösen AoEs haben. Irgendwelche Atem, Flügelschläge. Hast du nicht gesehen? Nice and quiet. Ja, vorsichtig hinabklettern. Margrin's fire casts light in dark places. So, da müssen wir den Drachen knacken. Ja. What? Rest up, big guy. Ja, auch das weiß ich. Genau, das war das, was ich gemeint habe. At once. Weil wir könnten uns zuerst an ihr vorbeischleichen und versuchen, ihre Gefährten. Zu töten? I'm here. Not getting through me. Not getting through me. Following your lead. Please help me here. Don't be exploring a town. All right then. I'm here. Wir haben gerade den Drachen übernommen, okay. Duens nutzt die Zeit für eine Heilung. Haben wir eine super Heilung? My bow's ready. They got the priest. Damn! I'm here. Also ja, genau sowas wollte ich vermeiden, aber scheinbar können wir die beiden Delimgarn da oder Adragane da hinten ausschalten, ohne dass er gleich an dass sie gleich angepisst ist. Also sie ist angepisst und macht komische Sachen, aber
Solange sie nicht in unseren Sichtbereich kommt, scheint sie da einfach nur rumzustehen. Könnten wir ausnutzen. At once.